Gnade ist Gottes uneingeschränkte Bevorzugung, seine grenzenlose Liebe uns gegenüber. Doch die Wahrheit ist, oftmals strauchen wir im Glauben an Gott. Wenn du merkst, dass du nicht weiterkommst, dann mach dich nicht fertig. Selbst die Jünger hatten Probleme damit, wenn es darum ging, seine Gnade zu verstehen. Jesus, bist du das? Ich kann es nicht glauben, du bist am Leben. Oh Mann, das ist so toll. Okay, ich war den ganzen Tag in diesem Boot und fing keinen einzigen Fisch, ja? Und auf einmal hörte ich diese Stimme, die zu mir sagte, wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Und ich denke mir nur, hey, ich bin mein Leben lang Fischer, ja? Ich weiß, wie das geht. Aber ich habe über das Stein nichts gefangen. Also werfe ich das Netz auf der anderen Seite aus. Und boom, das Netz ist voll. Und ich denke mir nur, wow, was für ein krass Wunder. Wer kann das gemacht haben? Und zack, ich gucke nach oben und da stehst du und du bist am Leben. Das ist so toll. Andreas, komm aus dem Boot. Er ist es. Petrus. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich und das ist so toll, du bist da. Hey. Dann füttere meine Schafe. Andreas, komm aus dem Boot, er ist es. Petrus, liebst du mich? Ja, ich liebe dich und es tut mir wirklich leid, was damals vor diesem Hahnschrei passiert ist. Ja? Ich wusste auch erst nicht so ganz, was es bedeutet, aber jetzt weiß ich es und ich werde in Zukunft besser aufpassen, okay? Okay, dann füttere Andreas, meine Schafe. Ich grinse zwar, aber ich mein's ernst. Komm endlich aus dem Boot raus. Petrus, liebst du mich? Jesus. Milliarden Wörter können nicht beschreiben, was ich für dich empfinde. Du weißt alles, auch dass ich dich liebe. Ich liebe dich wirklich. Dann füttere meine Schafe. Ich wusste gar nicht, dass du Schafe hast. Ja, das ist so cool an dir. Ständig gibt es was Neues zu entdecken und das macht es mit dir so spannend. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Morgen, als die Frauen zum Grab gingen? Ja, wir waren in diesem Oberraum und überlegten, was wir als nächstes tun sollen. Ich meine, wir dachten, du wärst tot. Also, du warst ja tot, ja? Und auf einmal kam Maria die Treppe hochgerannt und schrie, er klebt, er klebt, er klebt. Und wir nur so, hä, wo, was, wer klebt? Aber als sie näher kam, verstanden wir, dass sie rief, er lebt, er lebt, er lebt. Und wir nur so, wer lebt, wer lebt, wer lebt? Und ja, jedenfalls kam sie die Treppe hoch und erzählte uns dann, dass sie an deinem Grab war. Und das Grab war leer und da war nur dieser Engel. Und der Engel sagte zu ihr, sag den Jüngern und Petrus, dass er auferstanden ist, alles ist in Ordnung. Und Johannes und ich gucken uns an und flitzen los zu deinem Grab, ja? Und hey, wenn er sagt, er war schneller als ich, ja, dann lügt er auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall schneller. Jedenfalls, wir kommen unten an und das Grab ist wirklich leer. Und ich nur so, was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das, ja? Und Johannes war ja da und Johannes kann wirklich so gut mit Wörtern umgehen. Ja, er sollte ein Buch schreiben, er ist wirklich so gut mit Wörtern. Jedenfalls meint Johannes, verstehst du es nicht, Petrus, dass all das, was Jesus gesagt hat, was passieren wird? Und ich meine, es ist passiert und du lebst und das ist so toll, komm mit! Moment mal, was hat der Engel gesagt? Sag den Jüngern und Petrus, er ist auferstanden, alles ist in Ordnung. Und so ist es ja auch. Los, komm! Moment, was hat der Engel gesagt? Sag den Jüngern und Sag den Jüngern und Petrus. Du hast meinen Namen gesagt. Warum hast du meinen Namen gesagt? Das ist Gnade, Petrus. Nein, nein. Leute sind damals zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich zu dir gehöre und ich habe gesagt, dass ich dich noch nicht mal kenne, ja, und habe sie wieder weggeschickt und dafür kann ich keine Gnade erwarten, ja. Nein, nein, das, was ich am Kreuz getan habe, macht unvergebene Sünden vergeben. Das ist Gnade, Petrus. Es liegt nicht bei dir, es liegt immer bei mir. Das ist meine wundervolle Gnade.